Sie kommen aus der Luft und sollen ins feindliche Gebiet einschweben. Irgendwo auf der Welt, wenn das Parlament sie schickt. Fallschirmjäger, die schnelle Eingreiftruppe der Bundeswehr. Ausgebildet für den Krieg, zum Beispiel in Afghanistan. Wow, runter, runter, runter! Eine harte Schule. Meine dreijährige Tochter, da kriege ich das schneller gebacken. Erst geht's vom Turm. Dann aus dem Flugzeug. Absprung in die Tiefe. Eine Mutprobe ganz besonderer Art. Die Luftlande- und Transportschule im oberbayerischen Altenstadt nahe Schongau. Seit über 50 Jahren Ausbildungsstätte des Heeres und Kaderschmiede der Fallschirmspringer. Wer seine Angst besiegt, gewinnt hier die Lizenz zum Springen. Aus 400 Metern. Der Sprung aus luftiger Höhe beginnt im Klassenzimmer. Guten Morgen, dritte Inspektion. Guten Morgen, Herr Oberleutnant. Augen geradeaus. Inspektion setzen. Sie sind Fallschirmjäger und Luftlandepioniere und gehören zu den Kampftruppen der Bundeswehr. Höhepunkt der Ausbildung, Sprung aus einem Transportflugzeug. Mein Name ist Dietz, ich bin Oberleutnant und stellvertretender Inspektionschef. Also herzlich willkommen in Altenstadt. Der eine oder andere wird auch mit einem mulmigen Gefühl hier angereist sein. Fallschirmspringen hat der Mensch erfunden. Und deswegen ist da immer ein kleines Restrisiko dabei. Und deswegen brauche ich Sie immer geistig auf 100% geschalten in der Ausbildung. Sie müssen also voll da sein und nicht irgendwo bei der Ausbildung mit Halbgas fahren. Das bringt uns nicht ans Ziel. Auch 7 weibliche Soldaten wollen hoch hinaus. Also es ist teilweise, weil ich es schon möchte, ja, dass ich diesen Lernen habe und halt auch die Erfahrung zu sammeln und weil es halt auch ein schönes Gefühl ist, Springer zu sein. Denn. Und natürlich, um den männlichen Kameraden ein Stückchen weit voraus zu sein. Weil wir doch viele noch bei uns haben, die noch keinen Springer haben. Und das ist dann als Frau schon ein anderes Gefühl, wenn dann der Chef einen auch ein bisschen anders gegenübertritt und sagt, hier, Männer, seht zu, so ungefähr. Ne? Ja, weil das einfach zu den Fallschirmjägern dazugehört. So sehe ich das, dass man springen muss, um ein richtiger Fallschirmjäger zu sein, um man sich Fallschirmjäger nennen zu dürfen. Also ich habe mich damit so auseinandergesetzt und habe mir schon die Frage gestellt, ob ich mich das auch wirklich traue, weil ich bin schon mal mitgeflogen bei uns in der Einheit, da hatten wir schon mal Sprungdienst und da bin ich mitgeflogen und es war schon, also mir war schon da sehr mulmig, ne? Und jetzt soll ich da allein, ich bin auf mich alleine gestellt und es liegt alles an mir und ja. Die Soldaten dürfen sich auf dem Kasernengelände nur im Laufschritt bewegen. Zunächst steht ihnen eine 3-wöchige harte Bodenausbildung bevor. Vom ersten Tag an wird Chefausbilder Marco Dietz den Frauen und Männern jeden einzelnen Handgriff einhämmern, bis er im Schlaf sitzt. Die Soldaten sollen von Beginn an äußerst gewissenhaft arbeiten. Mal komplett auseinanderlegen, die Überlängen seitlich oben und unten einschlagen, eine Schlaufe einschlagen und dann ordentlich dritteln. Die Genauigkeit hat einen Grund. Wenn wir nachher im Sprungdienst sind, dann muss ich eine komplette Maschinenordnung, das können bis zu 77 Springer sein, auf einem Haufen, also in einer Maschinenordnung zusammenführen. Und da muss jeder Handgriff sitzen, da müssen alle Handgriffe gleich sein, dass der Ausbilder das auch einfach überblicken kann. Einhaken und das Schutzpolster kommt da oben drauf. Sichtbar. Mhm. Rechts um, Ultritt Marsch. Gleich am ersten Tag eine weitere wichtige Lektion. Bei der Landung später gibt es nur eine Technik, sich nicht die Knochen zu brechen. Und die sollen die Fallschirmjäger heute lernen. Ich werde jetzt jeden Einzelnen vorholen. Und dann werden wir das durchführen.
Dann spreche ich an, Sie nehmen die Ausgangshaltung ein. Dann spreche ich an, eine Seite vom Landefall. Der Landefall links in dem Fall jetzt hat. Dann nehmen Sie auch zur Seite die Hüfte raus, weil wir uns dann über Oberschenkel, Hüfte und Schulterblatt abrollen werden. Wenn wir uns abrollen, müssen wir dann unser Kinn noch auf die Brust nehmen, ja, dass uns der Kopf nicht nach hinten schlägt und wir uns so nicht verletzen. Aufrecht hinstellen. Knie zu pressen, Füße zu pressen. Lassen Sie den Oberkörper gerade. Genau. Ellenbogen nach vorne. Höher greifen. Höher. Schauen Sie mich mal an. Einfach so. Ja. Landefall rechts. Hüfte rausbringen. Und kräftiger Hüfte bringen. Mehr Hüfte. Ellenbogen bleiben vorne und Hüfte bringen. Ja? Bleiben vorne. Ellenbogen vorne lassen. Und ab. Ja, schon ganz gut. Ich komme mit 6 bis 8 Meter pro Sekunde auf dem Boden auf. Und wenn ich das versuche zu stehen, dann brechen mir meine Füße. Und so kann ich mein ganzes, den ganzen Landefall kann ich über meinen Körper abrollen. Ja, und dann nehme ich ungefähr 80% aus der ganzen Kraft nehme ich in den Körper auf. Noch mehr Spannung in die Füße halten. Füße, Knie, noch mehr Spannung. Ja, und beim Landefall nicht leicht, sind sie ganz leicht eingeknickt. Okay. Ja, ich bleibe in der Ausgangsstellung. Ja? Das ist noch eine Matte, die tut nicht weh. Ja. Nächste. Ich denke mal, dass es spätestens dann fruchten wird, wenn wir dann mal auf harten Boden den Landefall machen werden. Dass sie dann halt sagen, okay, man muss sich da halt überwinden. Ne? Man knickt halt nicht ein, man geht mit dem ganzen Körper runter. Die Luftlande- und Lufttransportschule in Altenstadt bildet als einzige Schule des Heeres zum militärischen Fallschirmspringer aus. Ziel ist das Absetzen großer Einheiten elitärer Kämpfer in Krisenregionen. Am Ende müssen alle Soldaten 5 Reihensprünge aus 400 Metern absolvieren, einen davon mit Gepäck. Training für den Ernstfall. Bis es dann losgeht. Mit klingendem Spiel wird hier eine Fallschirmjägereinheit im niedersächsischen Seedorf verabschiedet. Es geht in den Krieg nach Afghanistan. Unser Onkel, also mein Onkel ist da jetzt, kommt jetzt hin und der ist heute 23 geworden und dann halt nächste Woche direkt dorthin. Man weiß nie, wann er, ob er wiederkommt oder nicht. Die Hoffnung und die Angst, sie ziehen immer mit in den Krieg. Doch in Afghanistan zeigte sich, auch die allerbeste Ausbildung ist keine Lebensversicherung. Die Freiheit, sie wird jetzt auch am Hindukusch verteidigt. Bevor es in die Luft geht, ist Bodenarbeit angesagt. Erster Schritt, der zur Absprungtür. Die Linie, die jetzt vorhin gezogen worden ist, das ist simuliert die Bordwand. Wenn ich dann das Kommando gebe zum Rechts, zum Links und machen, dann erkläre ich Ihnen auch ganz genau, auf welcher Tür dass Sie stehen. Wenn Sie gewieft sind, wissen Sie selber, auf welcher Tür dass Sie stehen. Fragen? Keine. Gut, rechts zu machen. So, Sie wissen jetzt, dass links von Ihnen eine Bordwand ist. Das heißt, welcher Fuß muss jetzt vorne stehen? Genau richtig, der bordwandnahe Fuß. Fertig zum Sprung? Zeit! Eins! Zeit! Zwei! Zeit! Zwei! Drei! Eins! Zwei! Drei! Eins! Zwei! Fertig zum Sprung! Immer schön der Reihe nach. Und nicht zu schnell hintereinander, damit sie sich nicht in die Quere kommen. Die gesamte Bodenausbildung ist absolute Drill. Irgendwann haben wir Ende erreicht. Es kommt jetzt täglich was Neues dazu, aber irgendwann ist Ende so weit erreicht, dass wenn ihr die wirklich in der Nacht weg und irgendwelche Kommandos von mir gebt, dann sollten sie es können. Und dann werden sie es ja können. Eins, zwei, drei,
5000, 2000, 3000, 4000. Überprüfe, Kappe, eine Rundschau. Beim Absprung wird in Tausendern gezählt. 4 Sekunden, bis der Rundkappenschirm geöffnet ist. Kappe prüfen, Umschau halten. Die Kommandos führen die Fallschirmspringer laut durch, damit sich alles einprägt. 2, 3. Ja, wird nochmal richtig stressig werden, ja. Dann muss die Kommando, wird alles ein bisschen schneller gehen, dann muss alles schon ein bisschen besser sitzen. Weil jetzt sind wirklich schon die Grundlagen und wir wissen jetzt, wie wir uns halten müssen. Was? Und nächste Woche geht es einfach so, da musst du schon so gut wie alles sitzen. Also, da wird das schon alles sicher sein. Im Laufschritt haben sie die erste Ausbildungswoche in der Luftlandeschule Altenstadt hinter sich gebracht. Jetzt steht den Soldaten die erste große Prüfung bevor. Der Mutsprung vom Turm. Aus 12 Metern Höhe. Wer sich hier nicht traut, kann nach Hause fahren. Achten Sie mir da drauf, dass hier am Brustgurt nur handwarm angezogen ist, dass das Gurtzeug anliegt. Je enger der angezogen ist, desto näher rücken die beiden Kappentrennschlösser aneinander. Und je mehr besteht dann die Gefahr, dass diese Draggurte, die nach oben kommen, Ihnen den Helm vom Kopf reißen, Sie an den Ohren oder am Kopf verletzen. Jetzt wird es ernst. Der erste Sprung, wenn auch am Gummiseil. Bungee-Jumping für den Bund. Wenn ich schon im Schwimmbad auf dem Dreier stehe oder so, da ist schon bei mir, ne? Und jetzt soll ich da, also für mich ist es jetzt hier eine wirkliche Herausforderung in meinem Leben. Und ich sag mal, durch den Fußball habe ich schon einiges gemeistert, aber das hier ist einfach eine Nummer, die ist schon groß. Damit die Kommandos sitzen und die Absprunghaltung gleich stimmt, machen die Ausbilder den Sprung einmal vor. Jeder Soldat hat 3 Chancen. Eine davon muss er nutzen. Sonst hat er nicht das Zeug zum echten Fallschirmjäger. Das Ganze ist kein Spiel. Die Soldaten wissen das. Beim Turmsprung, da müssen die Männer sich jetzt zum ersten Mal richtig zusammenreißen und die Mädels auch. Das ist jetzt fast die letzte Ausbildungsphase der Woche. Die Männer hatten ja die ganze Zeit dieses Damoklesschwert, diesen Sprungturm über und vor sich. Und heute Morgen ist es dann soweit. Jetzt muss jeder, der in den Sprungdienst will, den ersten Sprung hinlegen. Den ersten Sprung zeigen und dann bauen wir da drauf auf. Hier am Sprungturm muss jeder springen. Ohne den Sprung am Turm geht keiner in den Sprungdienst. Turm besetzen bis auf die oberste sichtbare Plattform. Marsch, marsch. Die erste große Bewährungsprobe. Vorrücken. Hand vom ersten Springen ins Hoch. Sehr schön. Jetzt, wenn ich das Kommando gebe, fertig zum Sprung, schaust einfach Richtung Süden, gell? Blamieren will sich hier niemand. Genau. Fertig. 3 Versuche habe ich hier. Dann werde ich abgelöst. Oder ich sage mir einfach mal, komm, Arschbacken zusammen und raus. Meldung machen. Oberer Walter Bauer, Nummer 3. Auf das Ab kräftig rausspringen. Ja. Ab. Hopp, 1000! So! Der Sprung ist nicht ungefährlich. Bei falscher Technik kann es durch den Rückschlag leicht zu Verletzungen kommen. Eine Mutprobe für die Soldaten. Jeder hat sein eigenes Rezept. Ich habe Angst, wenn ich zögere, dann, dass man sich das dann doch noch mal anders überlegt. Dass man vielleicht doch nicht springen sollte oder mal auf die Höhe achtet. Nur das muss man halt komplett ausblenden. Obergefreiter Harzen, melde mich zum ersten Turmsprung. Nummer 13. Dienstgrad, Name, Nummer, mehr nicht. Achso, okay. Wenn Sie jetzt das Ab von mir bekommen, einfach kräftig nach vorne rausspringen. Jawohl. Ab. 8000, 2000, 3000, 4000. Überprüfung. Geschafft. Einem anderen Kameraden steht unterdessen die Kritik von Chefausbilder Dietz bevor. Vater Bauer, Nummer 3, melden Sie hoch. Sie sind kräftig abgesprungen, ordentlich. Das Klappmesser war auch brauchbar. Genau das, was ich brauche, die restlichen Mängel. Beim nächsten Mal Kinn auf die Brust nehmen, dann sparen wir uns Nackenverletzungen. Die Hände sauber seitlich an der Reserve, da wo die hingehören. Ellbogen in der Taille angelegt. Sie zählen bis 4000 und nach 4000 wird geöffnet und in die Tragegurte nach oben gegriffen. Aber Kriterium für heute erfüllt, das hat gepasst.
kräftig abgesprungen. Gurtzeug ablegen, beim Oberfeldwebel melden. Gurtzeug ablegen. Ich habe zwei Tackle gemacht, melde mich zur Korrektur. Die Überwindung erstmal rauszuspringen, aber ich habe gedacht, muss. Ich will den Lagerung bestehen und das ging. Also war auf jeden Fall Adrenalin pur. War nicht schlecht. Ja. Hauptsache gesprungen. Die anderen kämpfen noch mit ihrer Angst. Feldwebel Jana Bulgus vor dem großen Sprung. Augen zu und durch. Fertig zum Sprung. Eins, zwei, drei. Feldwebel Bulgus, Springer Nummer 5. Hopp 1000, 2000, 3000, 4000. Überprüfe Kappe, halte Umschau. Knallt halt schon, wenn man reinspringt, ne? So mit dem Helm. Also ich muss meinen auf jeden Fall noch einstellen, weil er ziemlich nach unten so gerutscht ist. Da muss man aufpassen, dass er nicht auf dem Nasenbein aufspringt, ne? Aber sonst ist das Nervenkitzel pur, also das ist der Wahnsinn gewesen. Die kampferprobte Fußballerin Skrader hat die 12 Meter abwärts noch vor sich. Sie spürt die Angst des Tormanns vorm Elfmeter. Die Nummer 1 und 3 hier ins Geländer, 2 und 4 an die Bordwand. Ich kann gerade nichts mehr sagen. Nervös. Aber ich mach das. Fertig zum Sprung. 1, 2! Stopp, zurück. Bei der Zeit 1, wo schaue ich hin? Runter. Genau. Ja. Aufziehlinie andeuten. Aufziehlinie andeuten. Fertig zum Sprung. 1, 2, 3. Ich war noch nie so konzentriert. Auch das ist für mich wie 3 Spiele an einem Tag. Ab. 8000, 2000, 3000, 4000. Überprüfe, Kampf. Ich glaube, wenn ich dann noch jetzt auf den zweiten Schulterklopser gewartet hätte, dann wäre ich nicht gesprungen, weil beim ersten Mal musst du springen oder du springst, glaube ich, nicht. Das ist einfach so. Wenn du einmal zögerst, zögerst du immer. Alle angehenden Fallschirmspringer sind eine Runde weiter. Noch ahnen sie nicht, dass sie diese Übung bald bis zur Erschöpfung wiederholen müssen. Die Luftlandeschule im oberbayerischen Altenstadt in der dritten Ausbildungswoche. Zwei Kameraden sind wegen Verletzungen ausgeschieden. Schritt für Schritt nähert man sich der Realität. Sprung aus der Flugzeugattrappe. Am Anfang, so die erste Woche und so die Hälfte von der zweiten Woche, war es noch alles so alles neu und man musste sich erst mal reinfinden. Und dieser ständige Drill von den Ausbildern, das musste halt einfach mal in die Köpfe rein. Und jetzt, so in der letzten Woche, ist es einfach so, dass das jetzt schon automatisch alles passiert. Die Soldaten trainieren auch mit Attrappen von Haupt- und Reserveschirm. Training für den Notfall. Überprüfkappe! Mehrere Fangleinen gerissen! Fehlentfaltung! 1, 2, 3, 4, 5, 6! Überprüfkappe! Ein Springer treibt von vorne auf Sie zu! Handeln Sie! 20 Meter! 10 Meter! Wasserlandung! Nach der Notfallschulung geht es wieder zum Sprungturm. Jeder Soldat hat inzwischen mindestens 15 Sprünge hinter sich. Die Mutprobe wird zur Quälerei. Das ist schon belastend für den Körper. Man bringt ihn an seine Grenzen. Auftrag für Sie heute, den ersten Sprung mit Sprunggepäck. Aber das ist erst der Folgeauftrag. Sie springen ab, stellen fest, Versager, ziehen wieder wie gehabt auf Versager. Füße zu und sauber 3 Zeiten in Einzelphasen ziehen, zügig jetzt arbeiten. Dann Turm besetzen, Gepäck aufnehmen, Marsch, Marsch. Die Belastung wird Stück für Stück gesteigert. Das Kampfgepäck belastet die Springer zusätzlich. Der 20 Kilo schwere Rucksack muss mit nach unten. Beschwert und erschwert den Sprung. Chefausbilder Dietz hat eine Menge Kritik. Einfach alles hinlegen, weil es könnte länger dauern. Der Soldat bekommt nach dem Sprung kaum noch Luft. Er hat Schmerzen. 18.
So, Kamerad Bauer. Den Oberkörper weiter nach vorne. Der Sprung war brauchbar, aber mehr Klappmesser, dann tut es beim nächsten Mal vielleicht auch nicht so weh. Das ist nämlich genau der Punkt. Wenn der Oberkörper vorne ist, dann vermeide ich da die Probleme am Bauch. Man hat nicht dran gedacht, schon rausgesprungen und dachte, naja, es wird anders werden, aber dass auf einmal dann so der Ruck kam, dann war es eben soweit. War die Spannung vielleicht auch nicht so da vom Körper und dann das Gepäck hat es mich gerade gerubbt und dann ist eben passiert. Auch die Kameraden haben es schwer beim Sprung mit dem Gepäck. Sie sind mit beiden Beinen abgesprungen, genau wie beim vorigen Sprung. Der hintere Fuß war wieder in der Tür vorne. Der rechte Fuß muss vorne sein. Konzentration. Das nächste Mal hoch, wieder mit Sprunggepäck. Davor an der Türattrappe. Training fünfmal durch die Türattrappe. Und der Oberfeldwebel soll darauf schauen, dass der richtige Fuß vorne ist. Und es in die Tür treten, das üben wir hier jetzt auch schon mit Sprunggepäck. Kamerad Bulgus muss eine Extrarunde durch die Attrappe drehen. Die Kritik kann sie nicht nachvollziehen. Er sagt, ich springe mit beiden Beinen oben ab, aber ich weiß nicht. Ich check's halt nicht. Ne? Ich habe so das Gefühl, dass ich es nicht mache, aber gut. Ist halt so, ne? Konditionierung an der Attrappe. Ganz genau auf die Fußstellung konzentrieren und dann bleibt der richtige Fuß da vorne. Aufzulehnen und deuten. Fertig zum Sprung. Eins, zwei, drei. Die kommt dann mit einem Blackout. Ja, und dann kommt jetzt das Gepäck noch mit dazu, dann kommen die Schmerzen vom Körper dazu. Und dann können sie sich oft gar nicht daran erinnern. Und dann gibt es oft Diskussionen mit dem Ausbilder unten. Ja, habe ich doch gemacht. Ja, nein, wir sprechen ja nur die Fehler an, die ja wirklich passiert sind. Aber das ist eigentlich normal, dass sie sich nicht daran erinnern können. Die Sprunganfänger sind am Ende mit der Konzentration. Heute machen alle Fehler. Ausbilder Dietz wird langsam ungeduldig. Bei der Nummer 13, das 1, 2, 3 in der Türe nicht vorhanden. Bei Nummer 5 ebenfalls, 1, 2, 3 in der Türe nicht vorhanden. Konzentration, langsame Abläufe, das, was ich von Beginn des Lehrgangs an predige, langsam arbeiten, dann werde ich sicher. Und wenn ich sicher bin, dann kann ich schnell werden mit der Zeit. Aber das haben Sie bisher wenig beherzigt. So, Kamerad Götz, Kappe überprüfen. Achtung! Götz? Wenn ich sage Kappe überprüfen, was kommt dann? Halte Umschau. Nee, dann kommt Kappe überprüfen und dann halte Umschau. Und warten Sie nicht auf meine Reaktion. Jawohl. Kappe überprüfen. Überprüfen, Kappe. Also, Achtung, Fehlentfaltung. Fehlentfaltung. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Stopfen. Falsch, neue Reserve. Zu mir kommen. Marsch, marsch. Im Ernstfall enden solche Fehler tödlich. Wir sind bald am Ende des Lehrganges. Und das sind Basics. Das sind lebenserhaltende Maßnahmen. Das Arbeiten mit dem Reserve-Brustfallschirm. Das ist eine Notfallmaßnahme und das muss er beherrschen bis aufs Letzte. Das muss einfach funktionieren. Und wenn er das nicht hinkriegt, dann zieht er jetzt noch 25 Mal die Reserve. Irgendwann kann er es. Zeit 3 und jetzt greifen Sie mir unter die Verschlussschutzklappe unten und nicht immer da oben an irgendeinen Zipfel, weil das erwischen Sie im Notfall nicht. Massiv arbeiten, hinschauen, hingreifen, aufmachen. Zeit 4, reingreifen und massiv dahinter. Nicht da von der Seite, sondern da, wo es ausgebildet worden ist. Dann greifen Sie mir da rein auch. Aber das ist so, was ist im Weg? Was ist im Weg? Das hier. Ja, und Ihr Auftrag, dann halt das Ding wegklappen. Und wenn ich Ihre Hand schon so hinbiegen will, dann lassen Sie es halt mit sich machen, weil ich will Ihnen zeigen, wie es richtig funktioniert. Meine 3-jährige Tochter, da kriege ich das schneller gebacken, Götz, als momentan bei Ihnen. Weiter geht nicht. Zeit 5. Machen. Und Zeit 6. Die Zeit 6 kriegen wir gerade so hin. Neue Reserve und das sehe ich jetzt einmal komplett kompakt von Ihnen. Und hoffentlich richtig. Attacke. Der Ausbilder ist sauer. So kann er seine Schüler nicht in den Sprung aus 400 Metern Höhe schicken. Sie würden in den Tod stürzen. Ich bin nicht zufrieden mit der Gesamtleistung des Hörsaals von 28 Lehrgangsteilnehmern. Habe ich vielleicht 4 bis 5 Lehrgangsteilnehmer, die heute ordentlich gearbeitet haben. Und ordentlich heißt Auftrag erfüllt, auch nicht brillant, aber das, was ich sehen möchte. Und 23, 24 Mann
Ja, mangelhaft. So, Kamera Götz zu mir. Und jetzt das Ganze vielleicht einmal unter Konzentration. Kappe überprüfen. Überprüfen, Kappe. Achtung, Fehlentfaltung. Fehlentfaltung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Überprüfen, Kappe. Haltung, stopp. Geht doch, ablegen. Am nächsten Tag steht den angehenden Fallschirmspringern an der Luftlandeschule in Altenstadt die nächste große Hürde bevor. Die Prüfung an der Pendelanlage. Die Kameraden müssen 4 perfekte Landungen zeigen. Wer das nicht schafft, ist raus. Also Männer, wir führen die Pendelprüfung durch. Ich will heute nichts von Ihnen, was Sie auf dem Lehrgang nicht vermittelt bekommen hätten. Ich weiß, dass der eine oder andere von Ihnen eine unruhige Nacht hinter sich hatte. Das Damoklesschwert Pendelprüfung, das von Anbeginn des Lehrgangs über Ihnen schwebt, ist jetzt da. Zwingen Sie sich zur Ruhe, aber vor allem zur Konzentration. Gibt es Fragen soweit? Dann Anlagen besetzen, Marsch, Marsch. Nach den Turmsprüngen gestern ist keiner mehr richtig fit. Angst vor der Prüfung und dem eigenen Versagen. Die Nacht war ganz schlimm, man schläft nicht, obwohl es eigentlich, sage ich mal, eine Sache ist, wo du beherrschen tust, durch die ganzen Ausbildungen. Aber du denkst dir, wenn du das jetzt verkackst, dann war alles hier umsonst. Du hast jetzt so viele Wochen durchgestanden, hast alles mitgemacht, hast alles gut gemacht. Und jetzt hängt es an den 4 Sprüngen im Endeffekt, die bewertet werden. Schmerz zur Seite schieben und du musst sagen, das musst du deinen Landefall ordentlich machen. Und alles bestehen. Für mich ist es jetzt, ich will es jetzt auch, man will es zu Ende bringen, ja, das, was man sich erkämpft hat. Die Pendelprüfung ist die letzte große Bewährungsprobe vor dem richtigen, dem scharfen Sprung. Chefausbilder Dietz will kein Risiko eingehen. Wer den Fall aus knapp 4 Metern nicht hinkriegt, wird die Landung aus 400 Metern vielleicht nicht überleben. Ja? Nummer 26, ja. Peter Landefahrer. Vanessas gerade fehlt noch eine Landung. Beim scharfen Sprung würde sie mit einer Sinkgeschwindigkeit von bis zu 8 Metern pro Sekunde auf den Boden zurasen. Der kleinste Fehler und die Knochen sind gebrochen. Wenn Skrade und ihre Kameraden die Prüfung bestehen, ist die Bodenausbildung für sie zu Ende. Die Masse hat ihre Sache ganz ordentlich gemacht. 2 Mann nicht bestanden, die Nummer 8 und die Nummer 30. Die Herrschaften im Anschluss zu mir. Helm bleibt jetzt liegen, außer der Nummer 8 und der Nummer 30. Alles raus, Pause. Von 29 Kameraden müssen 2 in die Nachprüfung. Der erste war der bessere und der zweite, da waren die Fußspitzen auseinander. Zähne zusammenbeißen und vor allem die Füße zusammenhalten. Raus, Pause. Und die Nummer? 8. Da haben wir es. So, beim ersten Landefall, das war vorwärts, da fehlt es mir schon komplett an der Körperspannung. Sie fallen einfach hin. Und da ist überhaupt kein Widerstand da oder wenig Widerstand da. Ich brauche da Körperspannung. Bei Ihnen klappen die Beine sofort weg und Sie schlagen dann unmittelbar danach mit dem Körper auf. Die Beine nehmen auch schon von der Aufprallwucht weg, aber nicht bei Ihnen. Also das muss anders werden, Körperspannung. Also, gehen Sie frohen Mutes da heute Nachmittag rein, weil Sie können es, das habe ich gesehen. Alles klar? Pause. Einer besteht, der andere fällt durch. Die Truppe ist dem Ernstfall ein Stück näher gekommen. Afghanistan, der erste richtige Krieg, in dem die Bundeswehr eingesetzt wird. Schwarz-Rot-Gold am Hindukusch. Eine Friedensmission sollte es werden, doch langsam aber sicher wurde daraus ein echter Krieg. Mit Töten und getötet werden. Ich wollte schon immer mal zur Bundeswehr gehen. Und habe mich auch für den Beruf entschieden. Und, aber hauptsächlich eigentlich, um Menschen zu helfen, weil das kann man am besten bei der Bundeswehr machen. Die Illusionen starben mit dem Andauern des Einsatzes. Nach gut 10 Jahren Krieg wurde deutlich, dass ein Glaubenskrieg durch den Einsatz ausländischer Streitkräfte verlängert, aber nicht gewonnen werden kann. Immer wieder gerieten Bundeswehrpatrouillen in Hinterhalte. So am Karfreitag 2010. Nur wenige Kilometer vom Stützpunkt entfernt kämpften sie stundenlang um ihr Leben. Am Ende waren 3 Soldaten tot.
Tor! Tor! 5000 Kilometer entfernt im bayerischen Altenstadt geht das Training weiter. Es wird ernst. Noch sind die Ausbilder nicht mit der Leistung der Truppe zufrieden. Die Soldaten müssen eine extra Doppelstunde am Sprungturm ableisten, nach Dienstschluss. Die Schinderei dient der Sicherheit. Feldwebel Bulgus, Gurtzeug anlegen. Die Stimmung ist auf dem Nullpunkt. Ich mache total jetzt dicht, ne, vom Kopf her. Ich mache das jetzt einfach nur noch, weil ich muss. Und ja, vom Körper her, man trifft immer noch mal auf die blauen Flecken und auf die Stellen, wo man schon Blasuren hat am Körper. Und immer wieder da rein, das ist schon schmerzhaft. Ne? Und wenn man dann hinten ankommt, dann könnte man eigentlich nur noch heulen. Ne? Die Ausbilder ziehen die Doppelstunde durch. Schließlich sind sie für das Leben ihrer Schützlinge verantwortlich. Obergefreiter Herzen, Nummer 13, melde mich zur Korrektur. Rühren. Sie sind mit beiden Beinen in der Tür gestanden und abgesprungen. Ist Ihnen das aufgefallen? Zum Glück ist es mir aufgefallen. Deswegen gehen Sie auch noch einmal hoch. Welcher Fuß ist denn vorne in der Türe? Der rechte. Aha. Aha. Jetzt kommt es langsam. Und welcher Fuß ist dann hinten? Der rechte. Und welcher ist vorne? Der linke. Passt. Springer Nummer 5, melde mich zur Korrektur. Jawohl, rühren. Absprung war ordentlich, aber Sie haben gezögert. Was war los? Gar nicht. Nö. Mm-mm. Zügiger hinterhergehen beim nächsten Mal. 1, 2, 3. Sobald der Fuß vom Vordermann weg ist, fange ich an mit meinen drei Zeiten. 1, 2, 3 in die Tür und raus. Also noch einmal hoch. Angriff. Die Kameraden müssen die Übung so lange wiederholen, bis jeder Sprung sitzt. Auch wenn's weh tut. Bei jedem Sprung tut es einfach nur weh. Und dann irgendwann reißt er halt. Ne? Man ist doch froh, wenn man sich noch hinsetzen kann. Auch Kamerad Bauer hat nach den Sprüngen wieder Schmerzen. Doch zum Arzt will er nicht. Er hat Angst, dass der Lehrgang für ihn dann vorbei ist. Mittendrin wäre ich zum Arzt gegangen. Der Ausbildung hätte ich mir wirklich überlegt. Aber jetzt wegen den Sprüngen jetzt noch zu sagen, Arzt, nein. Woche 3, Freitag, Fliegerhorst Landsberg-Lech in Oberbayern. Der große Tag. Nach der extra harten Ausbildung am Boden lockt jetzt der Himmel. Die Schmerzen sind vor Aufregung vergessen. Jetzt ist so der Ehrgeiz da, dass man sagt, jetzt wollen wir raus. Und wir wollen unsere 5 Sprünge haben. Und auch so, wie es nach dem ersten Sprung ist, das Gefühl, wie man sich danach fühlt, darauf warten halt viele. Natürlich ist immer ein Restrisiko. Aber ich nehme mir ein bisschen selber die Angst. Also ich denke ganz, ganz viel drüber nach. Und ich habe auch so im Hinterkopf ein bisschen, warum weiß ich nicht, aber dass halt Freitag der 13. ist. Ne? Aber ich glaube, man sollte sich jetzt einfach nur darauf konzentrieren und eigentlich so ein bisschen mit einem Lachen sich darauf konzentrieren. Weil wenn man da oben steht und man will da nicht raus, dann springt man, glaube ich, auch da oben nicht raus. Zum ersten Mal haben Skradde und ihre Kameraden keine Attrappe im Gepäck. Der Fallschirm wird über eine Aufziehleine automatisch beim Absprung geöffnet. Er ist bereits einsatzfertig gepackt. Die Anfänger sind noch nicht selbst dafür verantwortlich. Ich glaube, das sagt, wie viel Sprünge dieser Schirm hier schon hat und wer das gepackt hat. Das ist mal gut zu wissen. Damit keine lebensgefährlichen Fehler passieren, gelten beim Anlegen des Gurtzeugs die gleichen Regeln wie bei der Attrappe. Die Kameraden kontrollieren sich gegenseitig. So haben sie das tausendfach geübt. Spätestens jetzt müssen alle Handgriffe wie im Schlaf sitzen. Danach überprüfen die Ausbilder noch einmal jeden einzelnen Kameraden. Und haben Sie das so gelernt? Hoppala. Ab zum Schirmfahrzeug, neue Reserve holen. Jawohl. Dem Schirmtruppführer melden. Da ist das Siegelband gerissen. Ja. Wenn der nicht draußen ist, am Fahrzeug gleich wieder bei mir melden. Heute sind die Sinne besonders geschärft. Denn neben den Springanfängern sollen noch knapp 50 Gäste mit in die Maschine. Die Ausbilder müssen heute 170 Springer sortieren.
zur Sprungeinweisung für Ihren ersten Sprung. Art des Fallschirmsprungs, das ist für Sie ein Reihensprung zur Absetzhöhe und Geschwindigkeit 240 km/h roundabout und 400 Meter Höhe über Grund. Verhalten zum Hängenbleiben am Flieger. Sie versuchen, Ihre Sprunghaltung beizubehalten, wenn es geht, Blickverbindung mit dem Absetzer herzustellen, jedenfalls zeitweise. Während des Bergevorganges, Sie werden reingezogen, nicht abgeschnitten, das ist Ihnen klar. Sollten Sie Ihre Reserve ziehen, dann werden Sie abgeschnitten. Wahrscheinlich von alleine, weil irgendwas reißt, das weiß ich nicht. Aber dann werden Sie abgeschnitten. Wir können Sie dann nicht mehr reinziehen. Also Reserve bleibt zu. Absprunghaltung einnehmen. Und die Oberkörper runter. Das ist bei der Hälfte keine Absprunghaltung. Oberkörper runter, Kinn auf die Brust. Das liegt alles an. Wenn wir es jetzt noch nicht können, machen wir was falsch. Springer verlässt das Luftfahrzeug. Springer ab. 1000, 2000, 3000, 4000. Überprüfe Kappe. Haltung, Stau. Überprüfe Kappe. Überprüfe Kappe. Achtung, Versager. Versager. Staufe, Grill, raus. Überprüfe Kappe. Haltung, Stau. Absprunghaltung einnehmen. Ist das eine Absprunghaltung? Das weiß immer der, der geweint ist, weiß schon Bescheid. Und schön runter und Kinn auf die Brust. Erste Maschine, stillgestanden. Für die Masse, auf den ersten Sprung des Lebens, ein dreifaches Glück! 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 Das ist ein neues Ereignis im Leben, muss man sagen. Das hat nicht jeder. Es geht nicht jeder zu den Springanlagern oder es hat nicht jeder mal die Chance, das zu erleben. Das ist nun mal so. Das ist schon was, vielleicht was Besonderes für manche. Ja. Nach der Sprungeinweisung setzt sich die erste Maschinenladung in Marsch zum Rollfeld. 77 Soldaten, nach Sprungreihen geordnet. Die Soldaten werden in zwei Anflügen aus der Transall-Maschine springen. Vorne halten, aufgehen! Ab heute Morgen, wie die Maschineneinteilung noch mal Aufstellung genommen hat vorm Bus, stand für mich fest, ich bin Türspringer. Weil wir letzten steigen zuerst eine und dann der erste zum Schluss. Für die meisten Soldaten ist es heute der erste Sprung. Nur 7 Minuten Flugzeit nach Altenstadt trennen sie von der bisher größten Mutprobe ihres Lebens. Jeder ist mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt. Und dann da in der Maschine, das war, also, ja. Da hast du schon so gedacht, ey, Mann, was, sollst du jetzt nochmal aussteigen oder, ja, bleibst du sitzen. Bis zum Start vergehen nur wenige Minuten, eine Ewigkeit. Es kommt einem so eine Ewigzeit vor, wenn der Pilot noch seine ganzen Sicherheitssysteme da checkt und so. Dann ist sie ja schon am Rollen gewesen, dann hat man ganz genau gemerkt, jetzt hat die Bremse wieder gedreht. Da haben schon alle gedacht, oh Gott, geht's jetzt doch nicht los. Und dann hat er auf einmal Raketeschub, also volles Brett reingetreten. Seit mehr als 40 Jahren transportiert die Transall deutsche Fallschirmjäger. Zum Training, aber auch in Krisen- und Kriegsgebiete. Und da geht's auch richtig los, ne? Und da hat man so viel Adrenalin im Körper, das kann man nicht beschreiben. Der erste scharfe Sprung für Vanessa Skrade und ihre Kameraden. Vielleicht der erste Schritt zum Einsatz in Krisengebieten überall auf der Welt. Fallschirmjäger gelten als schnelle Eingreiftruppe. Zur Erkundung, mit Kampfauftrag oder um Zivilisten oder Soldaten zu evakuieren. Nach 4 Minuten hat die Transall die Absprunghöhe erreicht. 400 Meter. Das Schlimmste ist das Warten. Dass man die ganze Zeit da steht und man hat es ja noch nicht gemacht. Dann weiß man auch nicht so genau, was auf einen zukommt, wie es genau wird. Und ja, das Warten ist halt am schlimmsten. Dann will man einfach, dass es jetzt vorangeht. Die Maschine überfliegt die Eisenbahnlinie kurz vor dem Landeplatz der Luftlandeschule in Altenstadt. Noch 15 Sekunden bis zum Absprung. Wie am ersten Schultag, ey. Man ist so aufgeregt und man denkt so, ey, sag mal, du bist so hart, du hast hier die Ausbildung bei der Bundeswehr, alles. Aber in Wirklichkeit, ey, das ist, da ist man so voller Adrenalin, das gibt's nicht.
Aus beiden Seitentüren gleichzeitig springen die Soldaten der Erde entgegen. Ich habe gar nicht realisiert, wie ich an der Maschine dran vorbei bin. Ich habe nichts von der Maschine mehr gesehen danach. Und erst meine Augen wieder aufgemacht und einem, bis ich das realisiert habe, ich muss mich auch einmal gedreht haben. So habe ich es irgendwie gemerkt, weil man sofort in diesen starken Luftstrom reinkommt. Bei mir war es wieder mal so, dass ich meine Augen zugemacht habe beim Rausspringen. Aber wie gesagt, wo der Schirm kam, Augen offen, dann hängst du da oben drin und sagst, ja, guckst rum und dann siehst du, ist keiner da. Und dann hängst du erstmal. 1,5 Minuten werden die Springer in der Luft sein. 400 Meter, der längste Fall ihres Lebens und der lauteste. Das war ja befohlen beim Einweisungssprungdienst, nicht zu schreien, man soll sich nach innen freuen. Aber das geht beim ersten Sprung auf gar keinen Fall. Wir haben da den ganzen Absetzplatz zusammengebrüllt. Ich glaube, die Hauptgefreite Skralle hat schon oben im Flugzeug angefangen. Und dann direkt bis unten hat sie durchgeschrien. Auf den letzten Metern wird es wieder ernst. Beim Landefall dürfen in der Aufregung keine Fehler passieren. Bei einer Sinkgeschwindigkeit von bis zu 8 Metern pro Sekunde ist der Aufprall hart. Zu hart für manche Knochen. Ich habe auch gedacht, ich habe ein bisschen mehr Zeit. Ich gucke mir unten an. Ja, gut. Passt schon, da hinten ist es unten aufgekommen. Geht gut. Naja, da hast du jetzt noch Zeit. Dann geht es doch schneller, als man denkt. Und da ist der Fußboden da. Vanessa Skrade und Jana Bulgus landen nur wenige Meter voneinander entfernt. Nicht perfekt, aber überglücklich. Ich habe die Augen zugemacht und bin einfach nur umgefallen. Hab versucht, noch diesen Überschlag zu machen, aber hat nicht geklappt. Aber gut. Ich glaube, ich krieg das Grinsen auch über das ganze Wochenende nicht aus dem Gesicht. Weil das ein Moment war, wo man da rausfliegt, das ist schon, also es war mit einer der schönsten Momente in meinem Leben, das muss man schon sagen. Anja, dass ich mir das traue, das hätte ich nie gedacht. Ja. Das wird man nie vergessen, das wird man noch, glaube ich, seinen Urenkeln erzählen, wenn man dann mal so weit ist. Die Erfahrung kann einem kein Mensch kann einem die wieder nehmen, das, was man da erlebt hat. Wenige Minuten später wird die Freude der beiden jedoch getrübt. Plötzlich rückt das Risiko, das mit jedem Sprung verbunden ist, wieder ins Bewusstsein. 2 Kameraden haben sich beim Landefall die Beine gebrochen. Sie müssen ins Krankenhaus. Im Ernstfall warten noch weitaus schlimmere Risiken auf die Springer. In der Luft, am Schirm hängend, bieten sie ein leichtes Ziel. Bei uns Springern war der erste Sprung halt echt Bombe. Es hat gut funktioniert. Und es ist natürlich jetzt traurig zu sehen, dass 2 Kameraden sich auf dem Absetzplatz leider zerlegt haben und jetzt ärztlich versorgt werden. Die Luftlandeschule eine Woche später. Die angehenden Fallschirmspringer haben alle 5 Sprünge hinter sich gebracht. Die Unfälle der Kameraden haben sie noch wachsamer werden lassen. Geschafft. Sie stehen jetzt mit 111 Mann hier. 111 Mann, die das Abzeichen bekommen. Es fehlen also circa knapp 12% des Lehrganges. Die restlichen 88% haben sich durch diesen Lehrgang gekämpft. Sie haben sich ihr Abzeichen verdient und sie werden jetzt ihr Abzeichen bekommen. Da gehört man dann noch mehr dazu, dass mit dem Abzeichen, man darf mit seinen Leuten quasi springen gehen. Das ist ja einfach toll. Nun sind sie Fallschirmjäger, beurkundet mit Brief und Siegel. Zum Schluss durchgezogen. Ist alles gut gegangen. Und ja, mein Ziel, ich muss sagen, mein Ziel erreicht, so wie ich es wollte. Was Besseres geht gar nicht. Kamerad Bauer, mein Glückwunsch zum bestandenen Lehrgang. Ich hatte nie gedacht in meinem Leben, dass ich das hier mache. Das ist einfach, ja, ein tolles Gefühl. Bereit für den Ernstfall. Doch daran denkt jetzt niemand. Dieses Abzeichen bedeutet mir oder auch allen sehr, sehr viel, weil wir uns echt mit Schweiß, Blut und Schmerzen verdient haben. Und das haben wir uns hart verdient. Und man trägt das dann mit Würde auf alle Fälle. 3. Inspektion, stillgestanden. Wir beenden Ihren Fallschirm-Springer-Lehrgang mit einem dreifachen Glück auf! Glück auf! Glück auf! Lehrgangsende.